Ja, die Krise hat viel verändert in Europa, auch in Griechenland. Es waren unter anderem die unfassbar hohen Militärausgaben, die das Land so schlimm verschuldet haben. Heute stehen viele Kasernen leer und die Bürger übernehmen das Regiment. Zum Beispiel am Stadtrand von Thessaloniki. Dort sind viele durch die Krise zu Kasernenbesetzern geworden, um ihr Glück in einem Gemüsebeet zu finden. Peter Dahlheimer. Thanassis steht noch ganz am Anfang. Er hat eine Parzelle bekommen und legt jetzt los. Zuerst den Boden umgraben. Vor 2 Monaten verlor Thanassis seine Arbeit als Lkw-Fahrer. Mit 45 Jahren hat er in der Krise keine Chance auf einen Job. 2 Kinder studieren. Er muss jetzt selbst Obst und Gemüse anbauen, um die Familie durchzubringen. Was sich als erstes ändert, ist die Stimmung, denn man tut etwas. Und dann tut man auch noch etwas Gutes für die Familie, für die Freunde. Auch seine Freunde will er später mit Gurken, Tomaten oder Auberginen versorgen. Mittlerweile bearbeiten hier schon 200 Familien eine Parzelle. 33 Quadratmeter gibt es pro Familie, mehr nicht. So haben Antonis und seine 30 Mitgründer entschieden, als sie die leerstehende Kaserne vor 3 Jahren besetzten. Es war eine totale Wildnis. Wir mussten alles umgraben. Dann haben wir sogar einen Traktor geholt, weil die Pflanzen so hoch waren. Niemand muss Pacht oder Miete bezahlen. Eine Genossenschaft. Hacken, Hauen, Spaten oder auch Saatgut werden gemeinschaftlich angeschafft. Jeder kann alles nutzen. Wir kultivieren hier nicht nur Tomaten, Paprika oder Auberginen. Wir kultivieren hier auch Solidarität. Das ist wichtig in der Krise. Etwa so groß wie 150 Fußballfelder ist das Gelände und das in einer Großstadt. Das weckt Begehrlichkeiten bei Investoren. Ein Busbahnhof steht zur Debatte oder Wohnprojekte. Deshalb haben Antonis und die anderen Kasernenbesetzer die Architektin Viviana Metallinon beauftragt, Alternativen für die Kaserne zu entwickeln. Auf jeden Fall, sagt sie, sollen die Obst- und Gemüsegärten bleiben. In den vielen Gebäuden sollen Umweltorganisationen und Kulturschaffende ein Zuhause erhalten. World Wildlife Fund und Greenpeace, aber auch die 5 größten Museen Thessalonikis haben schon zugesagt. Die Krise dominiert einfach alles, deshalb verhandelt die Regierung ständig mit Großinvestoren, um das Gelände zu Geld zu machen. Und die Troika macht so viel Druck, dass wir sehr aufpassen müssen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Inzwischen haben sich auch Angst und Sorge breit gemacht im Gärtnerland. Jedes Mal, sagt Iliana, arbeitslos, 3 Kinder, jedes Mal, wenn ich hier einen Polizisten oder Wachmann sehe, habe ich Angst, dass das Areal geschlossen ist. Ich wüsste nicht, was ich dann machen sollte. Ich brauche das zum Überleben. Antonis und seine Mitstreiter haben keine Angst vor einer Auseinandersetzung oder auch Wirtschaftlichkeitsstudien. Denn in Thessaloniki gibt es im Vergleich zu anderen Städten Europas viel zu wenig Grün pro Einwohner. Auch den Central Park in New York wollten sie einmal mit Shopping-Centern zubauen. Aber als man alles zusammen berechnet hat, auch den gesundheitlichen und sozialen Nutzen des Parkes, hat man gemerkt, dass es sich nicht rechnet. Seit der Kommunalwahl im Mai haben die Gemüsegenossenschaftler einen wichtigen Verbündeten, den neuen Kulturreferenten der Stadt. Wir werden uns einem Ausverkauf widersetzen. Jeder, der so etwas wagt, wird mit uns zu kämpfen haben. Schon seit Jahren ist die Kaserne ein Politikum, nicht nur in Thessaloniki. Athen wird entscheiden. Wer genau, ist allerdings nicht klar. Denn die Regierung konnte, trotz aller Reformen, noch nicht einmal klären, wer genau der Eigentümer des Grundstückes und der Gebäude ist. Der Staat, das Finanzministerium oder das Verteidigungsministerium. Eine typisch griechische Groteske, sagt Stephanos, ein Radiojournalist aus Thessaloniki. Das Verteidigungsministerium will das Gelände für sich, das Finanzministerium will Geld rausmachen und dazwischen die Bürger. Wegen des Behördenwirrwarrs blicken Antonis und seine Genossen einigermaßen gelassen der weiteren Entwicklung entgegen. Es hat ja geklappt, sagen sie, das Gelände zu besetzen, ohne zu fragen. Daher wird es sicher auch klappen, drauf zu bleiben, ohne zu fragen.